Hier, Cooper, ich benötige an meiner Fahrzeugnummer 4835 ein Coten zwecks TV-Transport in der Nähe des Juweliers kommen. Ich mach das mal, ja. Was? Oh, viel Spaß. Ja, positiv ist unterwegs, kommen. Erstmal orten, ey. Motor war noch an hier. Ja, ich hab Automobilauto, weißt du? Hast doch noch einen Platz frei bei dir? Mit Mauljucken. Was hab ich? Er hat mich geschockt, ja, obwohl ich ihm alles gesagt habe. Das ist dann mal. Ja, der hat hier Mauljucken. Der Martin Cooper, ne? Auch einfach mal ein bisschen Strenge. Dann geben wir ihm natürlich ganz klar einfach mal ins Staatsgefängnis. Mal eine Runde rum oder noch ein frühes Auto. Ja, ja, komm, halt dein Fisch. Ist gar kein Problem. Komm. Passen Sie mal auf, mit wem Sie hier sprechen. Ja, mit wem spreche ich denn? Wer bist du? Wer bist du? Ja, wer bist du? Doch meinen Namen. Wer bist du? Sie sind irgendwie geistig umnachtet. Ja, kriegt er Beleidigung und kann dann irgendwie anzuhaften. Ja, nee, schwere Bandenbeleidigung. Das macht er schon ein bisschen öfter. Ne? Ist wohl nicht ganz so die hellste Birne. Ich werde es doch mal durchsuchen. Ja, was haben Sie denn so Schönes dabei? Ja, was habe ich denn dabei? Ja, alles klar, Herr Petrovic. Sieht das schon mal sehr schön aus. Ich muss noch mal Ihr Lizenzbuch begutachten. Einen Moment. Waffenschein haben Sie. Ah, von wo wissen Sie denn, wo mein Lizenzbuch dann liegt? Hab sie durchsucht. Aha, okay. Die Keck. Ja, okay. Ist ja nicht so, dass es mein Arschstütze war, aber okay, sie haben mich durchsucht. Sie haben mich durchsucht. Arschstütze, sagen Sie, ich steck Ihnen da mal was Schönes rein, ja? Komm, steck mal rein. Ich steck was rein hier. Komm, steck rein. Ja auch rein das Ding. Bam, Junge, rein damit. Das tut gut. Gut, alles klar. Komm, halt deine Fresse, Marty Cooper, mach deine Arbeit, ciao. Ist er nicht süß, der Kleine? Herrlich, ja, oder? Herrlich. Er sagt süß. Herrlich. Frisch er sagt süß. Frisch aus den Tiefen des Würfelparks entschlüpft. Er sagt süß. Genau. Mutti ist ganz stolz. Hört? Ja, ja, Mutti ist ganz stolz. Wir sehen uns jetzt nicht, dass einmal das Casino-Dach anfliegen kommen. Ja, wir sehen uns doch. Wir sehen uns doch. Ja, das ist jetzt zu schweigen. Alles, was Sie sagen, muss für das Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen staatlich geprüften Landwirt zu kennen und sich einen leisten können. Außerdem haben Sie das Recht auf Aktenauskunft. Und das war es auch eigentlich soweit. Ja, hast du dich gehört? Verstanden? Kleiner Tipp. Hab ich dich. Soweit. Alles klar, möchten Sie von einem oder mehreren Rechten ihrerseits Gebrauch machen? Nee. Alles klar, wunderbar. Ich mach die Akte fertig von dem Spasti und. Spasti. Jo, so sieht's nämlich aus. Ja, du bist ein Spasti. Guck dich mal an, Junge. Oh, da gibt's aber die schwere Beamtenbeleidigung nochmal. Tja! Aha, okay, ja. Aha, ja. Hässige Fotze, Digga. So ein Kick, der Typ, Digga. Er ist einfach so niedlich. Gut, ich mach mal die Akte fertig. Ich begleite dich noch zum Staatsgefängnis dann. Ja, mach und mal. Dann kannst du zu mir wechseln, wenn du Bock hast. Ja. Nee, will ich nicht. Alles klar, herzlich, wunderbar. Ich muss die Karre halt wieder zurückbringen. Also ja, ist ja jetzt Sandy Shores ist ja gar kein Problem. Nee, wir brauchen die Karre noch zum Arschsperren da. Achso, okay. Martin. Ja, gut, alles klar. Na dann, Herr Petrovic. Darf ich mit ihm fahren? Ja, mit meinem Kollegen. Sollen Sie mich. Ich kann gerade nicht reden, sorry. Machen deinen Bubble, ne? Ja, deine Mom. Oh! Mann, was ganz Neues hier, Mensch. Goldig. Willst du mich vielleicht fahren? Ich will noch mit dir ein Wörtchen reden. Nö, kein Interesse. Nein? Tschüss. Ja, dann ciao. Ja, wunderbar. Können Sie bei mir mitfahren. Folgen Sie mal. Einmal hinten rechts einsteigen. Sorry. Hallo? Ja, einmal hinten rechts. Komm mir nicht raus. Martin. Sie heißen ja Daniel, oder? Das ist mein Name, Sie jetzt hier gleich immer Helikopter. Okay. Helikopterende. Was haben Sie jetzt angestellt? Ich hab nichts angestellt. Für die Geise, ich bin da mal durchgefahren, weil ich zum Juwelier wollte. Dann hat der liebe Martin mich angehalten. Hat gefragt, ob ich ein Perso und Dings hab. Hab ihn ihnen gegeben. Er schockt mich einfach, weil ich kurz nach meinem Lizenzbüchlein gesucht habe. Sie wissen ja, wo es war. Das ist eine Sperrzone, wo sie da reinfahren. Ja, ja, genau. Ich wollte ja fragen, wann die beendet und so.
weißt du? Ah, und wann die ganze Polizei da wegfährt und so. Ich benötige keine medizinische Hilfe. Der Martin, der will ja wieder, der Schlauste. Ja, hab ich so mit, das alles zu. Ich hab ja nichts so gegen den, ne, aber das ist schon eigentlich unnötig, was er gemacht hat, weil ich hab mir alles gezeigt. Perso hab ich ihn gezeigt, Lizenz hab ich ihn auch gezeigt. Trotzdem wurde ich geschockt und festgenommen. Natürlich reagiere ich dann so. Ja, das ist einfach so, ein Taser benutzt, glaube ich, jetzt auch nicht. Wie bitte? Dass er jetzt einfach so einen Taser benutzt, glaube ich auch nicht. Nee! Oh, meine Augen ist absolut. Ja. Augenschmerzen. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Ja. Ja. Ich habe Ihnen halt mein Lizenzbüchlein ein bisschen gebraucht, Ihnen das zu zeigen. Aber Sie wissen ja, ich habe Ihnen ja gesagt, wo das steckt. Deshalb, man muss ein bisschen Zeit brauchen dafür. Gegen sie habe ich ja nichts. Ich rede ja mit ihm ganz normal. Ich würde auch mit dem Martin ganz normal reden, aber wenn der so welche Faxen macht. Er holt einen Taser raus, obwohl der nicht mal eine Minute gewartet hat und schockt mich. Das geht gar nicht. Hoppla. Das ist ein bisschen zu schnell gefahren, ne? Ja, irgendwie sind die Bremsen nicht mal so wie früher bei der Karre. Ja, früher war die auch geiler, muss ich sagen. No. So Augenschwärzen, ne? Alter. Ja, das war ein bisschen schlimm. Das ist halt nicht so. Hopp. Kriege ich Kooperation wenigstens? Ja. Okay, nett von Ihnen. Haben Sie noch irgendwelche Sachen für einen Spind oder so? Ja, ich hab was. Handy und halt Funk. Rucksack. Meine Pistole. Ich hab einen Waffenschein, keine Angst. Okay. Da ist alles vorhanden. So, dann geht's einmal raus. Jo. Ach ja, sind Colin und Palmer weggegangen oder was? Nee, die stehen noch für Absperrung. Wie bitte? Achso. Mit meinem Spind nicht? Ich glaube, Moment, ich muss ihn die Handschuhe nochmal abnehmen. Jo. Bleiben wir mal stehen. Okay, dankeschön. Pistole? Darf ich die kurz ausladen und so? Ja, für einen Spind dann halt. Jo. Befinden sich laut der Geschrei die ganze Zeit hier oben mehrere oder 2 bis 3 TVs auf dem Tower. Bitte aufpassen. Ende. Gut, dann kommen sie auch mit. Einmal an die Wand hier vorne. An die Türe. Dann durchsuche ich sie nochmal einmal, legst du nochmal Handschellen. Ja, ich hab noch ein paar Sachen mit. Also ja, kein Platz deshalb. Ja, die Munition dürfen sie nicht mit reinnehmen und Funkgerät, dann nehme ich sie ihnen einmal ab. Habe ich die Munition noch dabei? Ja. Habe ich ihn jetzt abgenommen. Ja. Funkgerät auch. Gut, Moment. Ich muss mir noch mal kurz den Ausweis nehmen. Wie war Ihr Name? Daniel Petrovic.
Gut, noch irgendwelche Fragen? Nee, alles gut. Ciao. Martin, guten du Aufenthalt. Hässiger. Wiedersehen. Dankeschön, dankeschön. Martin, du Hässlicher. Oh Mann. Hast du wieder Freunde gemacht?